Ich begrüße Jenny Schütz. Schön, dass du da bist. Jenny Schütz ist in der Schlussphase ihres Studiums an der Universität Kassel und sie hat eine höchst interessante Examensarbeit geschrieben, nämlich über Entwicklungen in eigenen Texten. Und dabei hat sie auch auf Texte von Tore und Ida zurückgreifen dürfen. Und ich bin gespannt, was du uns daraus in aller Kürze vorstellen kannst. Ja, vielen Dank. Also erstmal hallo zusammen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu mir. Ich habe jetzt im Mai das Grundschullehramtsstudium beziehungsweise das erste Staatsexamen an der Universität Kassel abgeschlossen. Und dazu gehörte auch meine Examensarbeit, wie Beate es eben schon gesagt hat, zum Thema Entwicklung der Figurenrede im Zusammenhang mit dem Schreiben eigener Texte in der Grundschule. Und ja, bei der Literaturrecherche ist mir nämlich aufgefallen, dass bisherige Forschungsergebnisse zur Schreibentwicklung im Grundschulalter immer auf Texte von Kindern basieren, die einen Schreibauftrag oder Bildimpulse etc. zugrunde liegen. Unter anderem auch in der Longitudinalstudie von Augst et al. Aus dem Jahr 2007, auf die ich mich auch in meiner Arbeit größtenteils beziehe, die sich auch unter anderem mit dem Vorkommen und den Veränderungen in Gebrauch und in der Gestaltung der Figurenrede in Texten von Grundschulkindern auseinandergesetzt hat. Und diese genannte Studie, in der die Texte untersucht wurden, die aufgrund von Schreibaufträgen in den Klassen 2 bis 4 entstanden sind, habe ich für meine Examensarbeit als Anlass genommen, um danach zu fragen, ob sich beim Schreiben eigener und freier Texte, also ohne formale oder inhaltliche Aufträge, vergleichbare Entwicklungen zeigen. Und mir standen hier zu 347 Texte aus 4 Jahren Schreibzeit zur Verfügung. Und das Ziel meiner Arbeit war, die Veränderung des Einsatzes der Figurenrede zwischen dem ersten und vierten Schuljahr anhand der eigenen und freien Texte der SchülerInnen zu untersuchen und mit diesen bisherigen Forschungsergebnissen zu vergleichen. Und ja, ein paar wesentliche Erkenntnisse habe ich mitgebracht und wollte ich allen einmal vorstellen. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Kinder bereits im ersten Schulbesuchsjahr mit Hilfe von Anlauttabellen geschrieben haben, standen auch mir dann Texte aus dem ersten Schuljahr zur Verfügung. Und auch die haben schon gezeigt, dass die SchülerInnen auch in ihren Anfängen des Schreibens eigener Texte die Figurenrede in ihren Texten eingesetzt haben. Nur kurz zur Erinnerung, im Vergleich zu der Studie von Augst, da waren die untersuchten Texte erst ab Jahrgang 2 vorhanden. Des Weiteren hat meine Untersuchung auch gezeigt, dass im Gegensatz zu der Studie von Augst et al., in der eine monologische Gestaltungsform der Figurenrede dominant ist, die dialogische Form in den freien Texten der SchülerInnen im Vordergrund stand. Und es ergaben sich, und ich glaube, das ist auch eine sehr große Erkenntnis gewesen, also im Einsatz der Trägerverben ergaben sich wiederum Parallelen, etwa die Zunahme auch der Variation der Äußerungsverben, andererseits auch deutliche Unterschiede zu der Studie, die ich genannt habe. Also während dort für Klasse 2 lediglich 3 Äußerungsverben gezählt wurden, sind es in meinen untersuchten Texten bereits in Klasse 1 8 Äußerungsverben gewesen. Und in der Studie, auf die ich mich bezogen habe, erhöhte sich die Gesamtzahl der Trägerverben von 3 auf 8 im Laufe der Schuljahre und in den freien Texten von 8 auf 20, also auch ein deutlicher Anstieg. Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Einblicke in meine Arbeit, zeigen und ja, bedanke mich dafür, dass ich hier sein darf und auch für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Jenny, vielen, vielen Dank. Das war ein super kleiner Einblick in diese hochspannende Arbeit, die für uns alle total interessant ist, weil sie wirklich zeigt, auch im Schreiben der eigenen Texte haben wir diese Entwicklung und sogar noch darüber hinaus.